Mittwochmorgen. Eine Ambulanz fährt vor einen Eingang vor Notaufnahme vom Spitalzentrum Biel. Ein paar Minuten später kommt der zweite. Dabei ist heute eher ein ruhiger Tag für Erik Hüttner und sein Team. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Tage, wo wir denken, heute ist die Hölle los, mal so salopp ausgedrückt, und dann läuft relativ wenig. Und dann gibt es wirklich Tage, wo es überbordet, wo Patienten müssen draussen sogar stationieren oder warten, länger als man eigentlich wollte. Und dementsprechend Wartezeiten zunimmt. Wir haben im Moment Wartezeiten für stationäre Patienten, die etwas komplexer sind, von 3 bis 4 Stunden so im Schnitt. Und die ambulanten Patienten, die 1 Stunde kürzer oder weniger lang auf dem Notfall sind. Seit ein paar Jahren kommen immer mehr Patientinnen und Patienten in die Notaufnahme. Eine allgemeine Feststellung, und auch im Spitalzentrum Biel ist das der Fall. Könnt ihr mir sagen, was passiert ist? Ja, seit ca. einer Woche habe ich Schmerzen hier auf der rechten Seite. Ich habe meinen Arzt angerufen, aber er hat im Moment keine Zeit. Erst nächste Woche. Darum hat er gemeint, es sei gut, wenn ich beim Notfall vorbeigehe. Überlastete Hausärzte, und vor allem gibt es immer weniger von. Es gibt immer mehr Praxen, die zutun. Mehr Hausarztpraxen, die keinen Nachfolger finden. Und man weiss heute, dass bis 2030 im Kanton Bern 85% der Hausärzte, die 2015 noch praktiziert, pensioniert werden. Das heisst, der Mangel zeichnet sich dort vermehrt ab, und man müsste ca. 50 bis 55 neue Hausärzte anstellen pro Jahr, um 100% Pensum für die Nachfrage abzudecken. Das ist einer der Hauptgründe für die immer grössere Belastung im Notfall. Für dem entgegenzuwirken und die Prioritäten besser zu koordinieren, führt das SZB ein neues Triage-System ein. In Notaufnahme geht es bei der Triage nicht darum, wer muss behandelt werden oder wer nicht, sondern darum, wer sofort eine Behandlung braucht. On avait déjà un système de tri avant, qui était peut-être juste un peu moins. Wir haben schon früher ein Triage-System gehabt, das aber weniger systematisch war. Wir hatten eine Person, die die Patientinnen und Patienten nach einer bestimmten Liste aussortiert hat. Neu ist jetzt, dass wir eine Person haben, die den Posten fix übernommen hat. Wir bezeichnen sie als Triage-Fachperson, und sie ist gerade am Eingang beim Empfang stationiert. So hat sie einen Überblick über alle Leute, die ankommen. Das haben wir vorher so nicht gehabt. Heute ist Letizia für die Triage zuständig. Im Moment ist es ruhig. Der Patient, der auf Rat von seinem Hausarzt ist, bekommt eine schnelle Behandlung. Bei einem grösseren Andrang hat er vielleicht etwas mehr Geduld gebraucht. Bei der Triage orientieren sich die Pflegekräfte an der Skala, die der Grad der Dringlichkeit bestimmt. Diese Échelle hat 4 Degrés d'urgence différents. 1 étant le plus urgent et 4. Unsere Liste hat 4 verschiedene Kategorien. 1 sind die dringendsten Fälle, 4 bedeutet, es pressiert am wenigsten. Personen in Kategorie 1 und 2 müssen also fast immer in die Notaufnahme. Es sind Patientinnen und Patienten, die eine schnelle medizinische Behandlung brauchen. Die Personen in Kategorie 3 und 4 können wir zum Teil der Notfallpraxis übergeben. Das heisst nicht, dass die Personen keine Hilfe brauchen, aber ihre Gesundheit ist nicht gefährdet, wenn sie müssen warten müssen. Dont la santé va pas être mis en jeu, si ils attendent pour leur consultation médicale. Das ist für die Patienten zum Teil schwierig, das verstehe ich auch. Aber wenn sehr viele Personen gleichzeitig in Notfall kommen, dann fehlen uns die Ressourcen, für uns um alle gleichzeitig zu kümmern. In solchen Situationen sind wir gezwungen, eine Triage zu machen, um Prioritäten zu setzen. Durch den Tag arbeiten rund 1 Dutzend Personen in der Notaufnahme vom Spitalzentrum Biel. Ärztinnen, Ärzte, Pflegefachleute und Pflegehelfer. Durch die Nacht sind es etwas weniger. Trotzdem bleibt die Abteilung rund um die Uhr offen. Es ist unmöglich, den Zustrom von Patienten abzuschätzen. Aber gewisse Zeiten sind dafür berüchtigt. Es ist ein bisschen regional verschieden. Je nachdem, wenn in Biel Region gerade grosse Feste dran sieht, sie Praderie als Beispiel, dann wissen wir am Abend oder die entsprechenden Ebenen sind strenger. Da braucht es mehr Personal, da müssen wir zum Teil aufstocken. Im Sommer gibt es manchmal eine kleine Flaute.
wenn die Leute weg sind. Gleichzeitig sind aber die Hausärzte weg. Also es halten sich manchmal ähnlich so ein bisschen die Waage. Es gibt nicht wirklich Jahreszeiten, wo man sagen kann, jetzt über Bord. Generell ist gegen Jahresende, Dezember, Silvester und so, ist dort sehr, sehr viel los. Der Patient ist mit der Ambulanz von Kerzers aus transportiert worden. Er ist während dem Arbeiten auf dem Merit zusammengebrochen. Es war nicht das erste Mal, dass ihm so etwas passiert ist. Nach einer Krebserkrankung hat er viele Chemotherapien durchgemacht und ist aktuell in Behandlung, weil seine Blutblättchen weniger werden. Er ist in Anführungszeichen ein Stammgast in der Notaufnahme. Das ist 38 de fièvre avec deux sulfagans, ça descend pas. Immer wenn ich 38 Grad Fieber habe und es sinkt, ohne nach zwei Dafalgan, muss ich hier raufkommen. Meine Frau hat mich auch schon hergefahren, wenn ich selber nicht konnte. Als ich hier angekommen bin, ist alles gut gegangen. Ich musste noch nie länger als 30 Minuten warten. Ich war wirklich sehr, sehr froh, dass ich nicht stundenlang warten musste. Und man hat hier immer gut zu mir geschaut. Ich war schon oft hier. Ich war immer bien suivi, dans tous les moments que j'ai venu. Puis c'est beaucoup de fois, pas que une fois ou deux fois. Beaucoup de fois. Wie schon erwähnt, ist der Rückgang der Hausärztinnen und Hausärzte der Hauptgrund für einen starken Anstieg von Patientinnen und Patienten in Notaufnahmen. Es kommen aber auch andere Faktoren dazu. Insgesamt gibt es mehr polymorbide ältere Leute, also ältere Menschen mit mehrfachen Erkrankungen. Es gibt aber auch Junge, die vermehrt die Notfallstation aufsuchen. Auch dort gibt es verschiedene Gründe. Es ist erstens mal schwierig für einen Patienten, für die Patientin sich selber einzuschätzen. Ist jetzt mein WW oder meine Krankheit, muss die dringend gesehen werden, heute oder vielleicht erst morgen. Dann ist die Anspruchshaltung eine andere als noch vor Jahren. Man geht heute einfach in Notfall oder man besucht den Notfall vielleicht bei kleineren Sachen weniger dringend, weil er einfach offen hat. Wir sind 24 Stunden am Tag offen, für 7 Tage. Das ist sicher ein Grund, die Erwartungshaltung. Das Ergebnis ist, dass der Anteil von diesen Konsultationen, die nicht so dringend sind, stark ansteigt. Darum ist es wichtig, das Triage-System zu verbessern. Die Aurélie Gern hat das Projekt mit vollem Einsatz vorantrieben. Ich muss sagen, es ist ein Projekt, das mir wirklich an Herz liegt, weil es très longtemps que j'y travaille dessus, que je le défends. Das Projekt liegt mir sehr am Herzen. Ich habe lange daran gearbeitet und es immer wieder verteidigen müssen. Am Anfang war ich allein damit. Und erst nachdem ich Überzeugungsarbeit geleistet habe, haben die Leute angefangen gut zu finden. Und ich glaube, dass durch die Corona-Krise die Situation im Notfall ein bisschen das Bewusstsein der Leute gerückt ist. Die Krise hat gezeigt, welche Probleme wir haben. Das ist auch den verschiedenen Abteilungen im Spital klar geworden. Dann hat die Direktion angefangen, das Projekt zu unterstützen. Im Moment kämpfen wir aber auch mit finanziellen Schwierigkeiten. Und darum war es nicht einfach, mein Projekt voranzutreiben. Vor allem auch, weil das Spital ja gleich den Standort wechselt. Darum bin ich allen dankbar, die sich bei diesem Projekt beteiligt haben. Wenn der aktuelle Trend aber weitergeht, reicht eine Verbesserung der Triage nicht. Das zeigt eine australische Studie, eine Schweizer Zahl habe ich da kenne. Also wenn die Zunahme weiterhin also, wenn das weiterhin ansteigt, der Patientenstrom mit den zunehmend kränkeren Menschen, dann haben wir bis 2050 müssten wir Notfallbett um 62% steigern, für das Angebot abzudecken. Das sind wichtige Gründe. Da spielen geografische Gründe eine Rolle. Ist jetzt der Hausarzt in Nähe von mir oder ist das Spital näher? Es spielen sozioökonomische Gründe eine Rolle. Man weiss, dass weniger gut verdienende Patienten eher den Notfall aufsuchen als Hausarzt. Und das ist relativ komplex. Für Erik Hüttner ist das kein Grund, sich zu entmutigen. Es ist ein sehr anspruchsvoller Job. Manchmal vergisst man sogar, auf die WC zu gehen, weil man einfach keine Zeit hat. Aber es ist spannend. Es ist vor allem eine Teamarbeit ist gefragt und die ist hier ausgezeichnet. Es ist medizinisch sehr anspruchsvoll, darum gefällt uns im Team der Job auch sehr. Es ist schon so, es gibt wirklich Tage, wo man wirklich sagt, jetzt ist wirklich genug, mögen wir nicht mehr. Und dann rafft man sich aber wieder aus, hat einen Freizeitausgleich und dann kommt das dann schlussendlich auch wieder gut. Aber es kommt auf Teamarbeit drauf an, auf die Ressourcen, die man hat. Und in der Regel funktioniert das gut.